Servus, grüß Gott. Willkommen im LS19 auf der Niederbayern-Karte, gell? Am Montagmorgen für euch. Genau. Dann schauen wir mal, was weitergeht, gell? Ah, Rüdiger, der macht wieder seinen Frühsport auf dem Dach und in der Wand, alles klar. Ja, was es essen gebe, dass er wieder rausgehupst kommt. Irgendwo, ah, da ist er, guck mal da. Wie der Vision, der kann auch durch die Wand gehen. Vielleicht müssen wir irgendwann das Hundehäuschen woanders platzieren, dass der liebe Rüdiger sich nicht andauernd der Kopf an der Wand anrennt. Jetzt ist er da im Haus, okay. Ja, das verschieben wir demnächst mal. So, mal gucken mal, was haben wir an Arbeit? Irgendwas haben wir bestimmt. Der hat keine, der hat genug. War das CP denn? Hilfe, es war CP, so wie es aussieht. Genau. Nächstliegende. Und. Sehr schön. Sehr gut machst du das. Ganz lieber Bub. So. Was mit dir? Da haben wir Kalk geholt. Brauchen wir noch Kalk? Oder habe ich das einfach nur so aufgefüllt? Oh, was ist das? Nix. Hirse. Nee, was ist das? Zwiebeln. Ui. Oh, ganz vornehm, die Zwiebeln, du. Wachstum. Okay. Passt schon so weit. Da muss noch weiter eingesät werden. Das ist gekrubbert. Waren da Zwiebeln drauf? Ich blick's nicht, ey. Pflügen? Normalerweise schon. Gekalkt haben wir hier. Hier muss man nicht kalken. Okay, pflügen wir hier. Ja, alles an. Also wir pflügen hier tatsächlich. Dann ist es so, dass der Kalkstreuer benutzt wurde. Er wurde benutzt und ist jetzt wieder gefüllt worden und kommt wieder in die Garage. In die 9-Tour-Garage. Leimbinder-Gedöns. Wunderbare Halle. So. Oh, guck mal, hä? Beim ersten Versuch. Lass ich mal hier stehen. Ich weiß nämlich jetzt sonst nicht, was wir noch momentan zu tun haben. Ah ja, siehst du? Ah, was macht der? Der muss doch eigentlich Zwiebeln ansehen, gell? Feld 21. Das ist das hier. Der war jetzt aber doch bestimmt schon auf dem. Genau. Der muss doch jetzt eigentlich. Das hat er schon gemacht, irgendwie. Wir warten gerade mal ab, ob er es richtig macht. Der müsste jetzt eigentlich hier drehen, wenden, whatever. Und hier in dem Bereich weitermachen. Das schaut relativ gut aus, was er vorhat. Gut, ich würde im Leben so nicht wenden, aber wenn er das will, von mir aus. Mir fällt auch gerade wieder auf, wer hätte erst die Feldbahnen machen sollen und dann das Vorgewende. So ist es eigentlich richtig. Na alle. Es wächst trotzdem. Aber so wie es aussieht, jetzt fährt er rückwärts und macht hier weiter. Okay, dann läuft es anscheinend. Ah, Los Tiros. Was brauchen die noch? Oh, Gras. Die brauchen eigentlich alles, was hier unten noch ist. Gras reicht erst einmal. Oh, wir haben schon sagenhafte 39 Liter Milch. Müssen wir demnächst mal einen Tanklastzug bestellen. So, Heu, Silage, Mischration. Ah, Silage haben wir hier da, genau. Stroh brauchen wir keins mehr, ne? Stroh ist voll. Sehr schön. Das heißt für uns, das nächste Mal, wenn das Gras reif ist, haben wir ja schon gesagt, müssen wir Heu machen. Zicke-zacke, zicke-zacke, ich wiederhole mich, ich weiß. So. Komm, Silage ist schwerer als Stroh. Mal gucken, ob wir drei Balle packen. Ein bisschen schräg, ne? Vom Gewicht her, ja.
Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass im. Da liegt es an dieser. An dieser Ballengabel, die wir hier haben. Dass die Ballen generell nicht mehr ganz so fest am Ballenspieß sind, wie es im 17er war. Ich kann mich da auch täuschen. Vielleicht liegt es tatsächlich an dem. An dem Ballenspieß hier. Keine Ahnung. Aber eine wackelige Sache, ja. Sind wir hier richtig? Ich glaube nicht, oder? Doch. Jawollo. Exactly. Aber genau richtig. Wird auch tonnenweises Zeug reingehen, oder? Oh, es geht eigentlich noch. Also. Ich habe ja. Mittlerweile wisst ihr es ja, es ist ja gestern das erste Mal die Birkenfeld erschienen von mir. Da bin ich noch am Abwarten, wie die Resonanz ist, ob ich das weitermache. Also ich mache es auf jeden Fall weiter, ob ich es aber weiter hochlade, weiß ich noch nicht. Das wird sich dann zeigen. Und da habe ich auch Ballen, Quaderballen, ne? Hab aber, wie viel sind es? 70, so um die 140 Kühe auf der Karte. Im Moment werden bestimmt mehr. Und da habe ich auch Grasballen reingefahren. Nochmal drei, nochmal drei, nochmal drei. Also jedes Mal 12.000 Liter. Und dachte, okay, bevor ich jetzt noch 20 Mal mit dem Frontlader reinfahre, habe ich mir dann einen Ladewagen geholt. Habe das Gras mit dem Ladewagen eingesammelt. 100.000 Literweise. Und habe das dann mit einem anderen Anhänger, weil der Kuhstall. Das ist der gleiche wie hier der. Ja. Da kommst du mit jedem Anhänger nicht rein, weil das Gras lose muss hier links in dem kleine Türchen rein. Und ich weiß nicht, ich habe da glaube ich bis jetzt 250.000 Liter Gras reingefahren und es ist noch nicht voll. Also das ist schon heftig. So, die Silage ist auch gleich wieder leer. Irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen für die Zukunft. Also entweder wieder auf Schüttgut umsteige. Ja, keine Ahnung, ey. Das Ende des Zeugs ist zwar sehr geil, also gefällt mir echt alles gut, aber es ist halt ja, umständlich. Du musst erst die Grasballen pressen, und dann musst du alle zu der Maschine karren, mit dem Frontlader, mit der Gabel. Dann werden die gepresst, dann musst du aufschneiden, dann musst du wieder verladen. Das ist halt alles ziemlich langwierig. Wenn du jede Menge brauchst, ist das schon ätzend. Gut, ich meine, auf der anderen Seite gehört dazu, gell? Und apropos gehört dazu, ich habe echt, da sind alle meine Abonnenten sind nur nicht so viele. Man kann sie fast noch zählen. Sind einige dabei, die schreiben halt, ja, es ist halt so, es gehört echt dazu. Ob ich jetzt da 2 Folgen lang am Säen bin, am Dreschen bin oder sonst irgendwas oder am Kühe versorgen. Es ist halt mal so. Ne? Genau. So, wir gucken gerade nochmal ins Menü, ob wir jetzt noch mehr brauchen. 36.000, da gehen fast nochmal 30.000 rein. Na gut, so ein Dreierpack holen wir noch. Nein! Das war nicht so prickelnd. Komm, dann nehmen wir den gleich weg, bevor er ganz umfällt. Ist halt ein bisschen eng, ne? Also, da muss man vielleicht schauen, das nächste Mal, dass man die Ballen in die andere Richtung reinsetzt. Geht ja alles mit dem Autoload-Karre hier. Da kannst du ja echt den Abladepunkt echt gut wählen. Na gut, das ist mir egal. Hauptsache bleibt drauf. Hauptsache bleibt liegen, ihr Ballen, ihr Silagischen. Ach Mensch, die Elsa wieder im Weg hier. Nein! Na gut, machen wir es auf die robuste Art hier, komm.
Hallo. Hallo Kuh. Weißt schon, dass du im Weg bist, oder? So, jetzt hat es keiner gesehen, dass ich die Grubelhaufe gefahren habe. Über ihren eigenen. So, der wird hier geparkt. Ja, das sieht mal grün aus. 48.000 Liter Silage haben sie. Da machen wir ein bisschen langsam jetzt, weil das nächste Mal kriegen die nur Heu an der Stelle. Weil die Silage brauchen wir dann für die Mischration. Mischration. So. Gut. Wie sieht's hier aus? Der hat immer noch Pause. Der macht es immer noch weiter. Sehr schön. Was ist mit dir? Was müssen wir noch machen? Komm. Hier ist gedüngt. Hier muss. Nee, also die 19. Das sind Grasfelder. Das pflüge ich doch nicht, ey. So, hier kann irgendwas drauf. Die 17 ist nur gegruppert. Was machen wir hier drauf? Hallo, hilf mir. Hier kommen Zwiebeln drauf. Du da, die Mohn, oder? Auf die 17. Was kann denn? Welche Sämaschine brauche ich denn für den Mohn? Habe ich gemietet? Oder? Ach so, das Ding. Ja, zurückgeben. Tschüss. So, eigene Fahrzeuge. So, hallo, wo bist du? Mohn. Und das kann kein Mohn, weil hier brauche ich 270 Pferde. Die hat und leider Gottes unser 7er nicht. 246 hat er nur. 224. Das ist schlimm. Das ist der einzige, der Steier, der das ziehen kann. Da muss was passieren. Ich muss nur mal gucken, ob wir nicht einen günstigen Traktor finden, der die 300 PS ankratzt. Achtzig hat der 6er. Oder kann man die noch pimpen? Er wird nicht reichen, ne? Was hat der? 165 und 225. Was hat der? Ist das ein anderer? Oh, da war ja. Reicht trotzdem nicht. Sieht gut aus, sagen, aber nicht. Der ist auch dann teuer. Da. 280, 230. Ist aber alles so budgettechnisch eher drin, ne? Den könnten wir kaufen, 280 PS. Quatsch. 300 PS für 240.000. Ach, ist es nötig? Nee, komm, dann müssen wir halt warten, bis der Steier frei ist. Oh, da ist ein Deutz fertig. Das ist sehr lieb von dem. Zack, zack. Oder sollten wir vielleicht... Stroh brauchen wir jetzt zuerst mal nicht. Die Tiere haben genug Stroh und wir haben noch Strohballe ein paar übrig. So, Heu kriegen wir vom Gras. Wenn wir jetzt Mais hier reinhauen, könnten wir uns Silage machen. Maishäckseln natürlich später. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Das ist ein relativ großes Feld, da kommt einiges bei rum. Häckselgutmäßig. Und das wird dann erstmal reichen für die nächste Zeit, für die Kühe, um die Kühe zu versorgen. Wie gesagt, Stroh, Heu, Gras kriegen wir alles. Silage brauchen wir aber noch. Hopfen, Tabak, Weißkohl, Rotkohl, Rupfsalat. Kommt alles später. So, Feld 17. Ja, ich weiß, Herr Timer.
Feld 17, haben wir da was? Dreschen, Kalken, Tieflocker, sonst haben wir hier noch gar nichts. Ah, das ist okay. Dann müssen wir einen Kurs anlegen, einen Kurs generieren lassen. Gekrüppert war es ja, gekalkt ist es auch, also müsste direkt funktionieren. Mais ist angegeben. So, Kursgenerierung, Feld 17. Ich hätte gerne zwei Vorgewände, Minimum. Und, ja, wir fangen mit den Feldreihen an, das ist wieder mal, ne? Das habe ich ja gerade gesagt. Feld 17, Seen 8,80 Meter. Jetzt fängt der da oben an, macht aber nichts. F17, Seen 8,8 Meter. Zack. Fahren wir den Typen noch zum ersten Punkt und dann passt es soweit. Jo, und ob er es richtig macht, sehen wir in der nächsten Folge, und zwar morgen am Dienstag. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch ein Abo. Beim Abo, logisch, kriegt ihr immer mit, wann eine neue Folge rauskommt bei mir. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Wochenstart habt. Und dann sehen wir uns entweder morgen auf Niederbayern oder später auf den anderen Projekten. Ich wünsche euch was, macht es gut, tschüssi.